Hallo YouTube, ich bin Bini und heute gibt es ein weiteres Tipps und Tricks Video und zwar zu dem Thema alte Briefe und mysteriöse Schatzkarten, die Requisiten im Rollenspiel. Gleich mal vorweg, ich selber kann nicht besonders gut basteln. Wenn ich versuche, zwei Dinge aneinander zu kleben, kleben meistens nur meine Finger zusammen und trotzdem gibt es keinen schöneren Moment, als wenn ich meiner Gruppe eben die Briefe, die sie gerade in irgendeiner dunklen Gruft gefunden haben, wirklich überreichen kann und das hat mehrere Gründe. Erstens, meine kleine Fantasy-Welt, die ich mir so ausdenke, wird auf einmal real und physisch anfassbar. Zweitens, ich als Spielleiter, Meisterin, Fischbrötchen, Erzähler, Dungeon Master, was auch immer, kann nicht wichtige Informationen, die eigentlich in diesem Brief stehen sollten, vergessen. Was mir schon passiert ist, wofür ich einen riesen Einlauf bekommen habe und das komplett womit? Mit Recht. Drittens, ich spare mir Fragen wie, was stand eigentlich nochmal in dem Brief drin, den wir vor ungefähr 4 Monaten bekommen haben? Hat irgendwer eine Ahnung? Nein? Dammit. Und viertens, und das ist der für mich wichtigste Grund, ich kann in diesen Briefen kleine Rätsel verstecken, geheime Botschaften oder sogar komplett neue Sprachen in diesen Briefen verstecken oder mir eben ausdenken und meine Gruppe muss das Ganze dann wirklich lösen. AD Würfelorgien, AD trockenes, runtergerattertes Rollenspiel und hallo, wirkliche Aufgabe. Das Ganze muss natürlich halbwegs schaffbar sein, das Ganze müsste, wenn ihr dann wirklich eure Geheimsprachen entwickelt, auch irgendwie entzifferbar sein und das Ganze muss mit der Gruppe abgesprochen sein, denn immerhin haben die ja Charakter und haben da bestimmte Punkte in bestimmte Talente oder wie auch immer das in eurem System heißt, reingepumpt und wollen dann natürlich die auch benutzen, wenn sie sie dann schon erhöht haben, diese Talente. Wenn das abgesprochen ist, gibt es meiner Meinung nach nichts Schöneres, als mit echten Requisiten zu arbeiten. Ist natürlich ein riesen Zeitaufwand. Ein kleiner Tipp voraus, wenn ihr das erste Mal, also wirklich in eurer Gruppe irgendwelche Requisiten einsetzt, sagt es nicht vorher. Rennt nicht zu eurem ersten Menschen in eurer Gruppe und sagt, hey, guck mal, was ich gemacht habe, voll toll, das seht ihr dann. Oder sagt nicht sowas wie, nächstes Mal seht ihr Requisiten, sondern überreicht es einfach, denn es gibt nichts Schöneres als diesen Moment, wenn die Gruppe sagt, oh, was liegt denn da auf dem Tisch und ihr sagt, da liegen 2 Briefe, einer mit einem roten und einer mit einem grünen Siegel, der eine etwas dicker und der andere nicht ganz so dick, aber beide sehen schon ganz schön mitgenommen aus und zwar wie die beiden Briefe und dann überreicht ihr die Briefe einfach, sie können das Siegelwachs brechen und sich das Ding wirklich durchlesen. Das ist ein wirklich großartiger Moment. So, damit das Ganze hier nicht so trocken ist, sondern ihr auch ein paar Ideen bekommt, was ihr so machen könntet, habe ich mal ein paar Dinge mitgebracht, die ich so in meinen Runden verwende. Das könnte natürlich bei euch besser oder auch anders, aber vor allem hoffentlich besser aussehen. Und ich hoffe mal für euch, ihr könnt vielleicht auch ein paar Sachen mehr machen, wenn ihr schnitzen könnt oder richtig bastlerisch begabt seid, das Ganze bin ich halt eben nicht. Ich muss da mit den Dingen arbeiten, die ich auch kann. Erstmal ganz zu Anfang, einfach nur, das sieht jetzt natürlich über die Kamera völlig unspannend aus, aber das ist so gealtertes Pergament. Das Ganze wird mit Kaffeesatz und einem Backofen gemacht. Dazu übrigens gibt es einen Link in der Videobeschreibung. Wenn ihr darauf klickt, vermacht ihr natürlich die Seele eures drittgeborenen Sohns mir und erfahrt dann, wie ihr diese Sachen herstellt. Dann, und das ist vielleicht auch noch ganz wichtig, habe ich mir extra eine Feder gekauft, um diese Briefe wirklich schreiben zu können. Da ich einen normalen Kuli oder so nicht benutzen wollte, da das Ganze kein Flair hat, habe ich also so ein Federkiel mir geholt mit echter Tinte, weil ich gönne mir ja sonst nichts. Allerdings habe ich schon früh festgestellt, dass diese Federkiele mit dieser metallenen Spitze sich nicht wirklich eignen, um zu schreiben. Weswegen ich dann einfach, und das muss ich jetzt natürlich auch noch finden, mir einen Füller geholt habe, den ich schon einfach bei der letzten Aufnahme in die Ecke geschmissen habe. Er ist hier, kostet glaube ich 5 Euro oder so und hat so eine breite Spitze, wie ihr sehen könnt. Auch wenn es gerade nicht drauf zoomt, aber hat eine breite Spitze und damit kann ganz schön geschrieben werden. Kleiner Tipp am Rande, wenn ihr selber so wie ich keine schöne Handschrift habt, dann druckt euch das Ganze einfach einmal vorher aus und dann paust es einfach ab. Sieht auch gut aus und funktioniert wirklich, wirklich gut. Für die Briefe, ich muss mal ganz kurz, für die Briefe habe ich mir dann so ein Briefset gekauft mit Siegelwachs.
echtem Siegelwachs, einem eben Siegel. Damit befestigt ihr dann das Siegelwachs auf dem Briefumschlag und eben wirklich schönen Briefumschlägen. Die haben so ein richtig gelbes und ein richtig dickes Papier bekommen und das wirkt richtig toll. Wenn ihr das Ganze einsetzt, kann das Ganze dann einfach so aussehen. Ja, das sind jetzt die Briefe, die ich meiner Gruppe gemacht habe. So sehen sie aus. Da sind also immer diese Siegel drauf. Dieses Siegel, was ich mir übrigens gekauft habe, habe ich mir extra gekauft, denn das passt wirklich, also das Symbol, was auf diesem Siegelding drauf ist, passt zu meiner Story. Voll gut. Und ich habe tatsächlich, bin dazu übergegangen, Briefe mit verschiedenen Siegelwachsfarben auszugeben, denn diese Dinger hier, also diese Dinger hier, sind ziemlich wichtig. Da sind nämlich geheim natürlich versteckt in einem Brief drin, also da müssen sie ein bisschen was rausfinden, das zeige ich euch gleich auch noch. Da sind immer Namen drin von Personen, die umgebracht werden sollten, und da sind immer Namen drin von Personen, die auf jeden Fall mal kontaktiert werden sollten. Das sind also die beiden Briefumschläge, die ich habe. Dann geht's gleich weiter mit einer Karte, die ich selber gezeichnet habe. Ich befürchte, das seht ihr jetzt nicht ganz so gut, wenn ich erstmal alles hier rausgeholt habe. Da fallen mir auch schon die Briefe. Das ist also die Karte, die ich selber gezeichnet habe. Wie gesagt, um Himmels Willen, macht es nicht so wie ich, denn meine Karte sieht kacke aus. Zeichnet gut! Das ist auf jeden Fall ein Tipp, den ich euch geben kann. Und ihr seht schon, da ist eine Sprache verwendet worden, die tatsächlich nicht unserer gleicht. Also ihr habt schon gesehen, einige Sachen sind hier auf jeden Fall in echter Sprache aufgeschrieben. Gareth. Und einige Sachen sind in einer fremden Sprache aufgeschrieben. Ich habe es übrigens so gelöst, dass ich einen Brief hinzugefügt habe, in dem bestimmte Orte schon mit dieser Sprache, mit der neuen Sprache versehen waren, und da sie wissen, wo Gareth liegt oder wo Punin liegt, konnten sie jetzt also einfach sagen, ah, guck mal, das Zeichen steht für G, das Zeichen steht für A, und so konnten sie sich die Sprache also quasi komplett rausschreiben. Hat wunderbar funktioniert und ist ein Renner auf jeden Fall. Und dann kommen eben jetzt hier noch die Briefe. Wie gesagt, meine Handschrift ist nicht besonders schön. So sehen die aus. Und da unten sogar mit total, total großartiger Unterschrift. Die sieht total echt aus. Naja, nicht wirklich. Ich habe es so geregelt, um das mal ganz kurz euch zu zeigen. Ich habe immer in den oberen Teil, der ist in jedem Brief immer gleich, und in dem oberen Teil müssen sie also eigentlich nur noch die ersten Buchstaben der Wörter rausschreiben, die falsch geschrieben worden sind. Also hier habe ich geschrieben, Praios zum Gruße, noch umgibt uns das Dunkel, noch umgibt uns die Unsicherheit, noch sind wir Rivalen, doch bald wird Praios kommen, aber sind wir bereit? Und in diesem Text sind also zum Beispiel Dunkel, wurde mit H geschrieben, ist natürlich falsch, Unsicherheit wurde auch mit H geschrieben, ist natürlich falsch, und wenn sie also jetzt diese Buchstaben zusammentun, dann kommt da ein Name raus und diese Person muss getötet werden. Gleiches hier auch nochmal. Und dann ganz zum Schluss, um mal zu zeigen, was noch so machbar ist, habe ich noch eine Sache mal kreiert. Und zwar war das in Angbar, einer Stadt. Müsst ihr euch so vorstellen, dass die Stadt in meiner Welt zumindest unglaublich reich ist, unglaublich wohlhabend ist, also wirklich wunderschön ist. Alle Straßen sind gefegt, immer permanent am Glänzen. Ihr könnt quasi wirklich vom Boden der Hauptstraße einfach irgendetwas essen, ohne ansteckende Krankheiten zu bekommen. Oder beziehungsweise nur um eine ansteckende Krankheit zu bekommen, aber nicht wie in allen anderen Städten 450. Also eine richtig schicke Stadt, die aber ein ziemlich verzweigtes Tunnelsystem unter sich hat, und in diesem Tunnelsystem waren sie unterwegs und haben das hier gefunden. Das sieht ziemlich unspannend aus, ich gebe es zu, von außen. Wie gesagt, ich kann nicht besonders gut basteln, aber von innen ist es vielleicht doch ganz spannend, denn ihr seht, das ganze Tag 1 ist ein Tagebuch von einem
Wanderer oder von einem Abenteurer, der dann irgendwie die Stadt verlässt und ein bisschen was anderes machen will und dann langsam wahnsinnig wird. Übrigens habe ich es mit diesem Tagebuch so gehalten. Sie konnten eben auf die Talente, die sie richtig gut konnten, also wir haben einen dabei, der so ein Entdecker und Abenteurer ist, der konnte würfeln, hat die Probe bestanden und ich habe ihm dann die Seiten gesagt, auf denen etwas Interessantes stand. Was aber so Interessantes auf der Seite stand, konnte er selber dann lesen und sich selber rausschreiben. Vor allem, was er interessant findet und was nicht. Das sind jetzt natürlich echt nur einige Beispiele und da rutscht meine Mütze ein bisschen weg. Einige Beispiele dafür, wie ihr Requisiten in eurer Runde einsetzen könnt. Ich kann euch nur sagen, tut es auf jeden Fall, denn es ist auf jeden Fall ein großartiger Moment, diese Dinge überreichen zu können. Und ihr kriegt hoffentlich, und jedenfalls bei mir war es so, ein O und A zurück. Und die Leute merken, ihr macht euch richtig viel Mühe. Dieses Video sollte eigentlich nur 4 Minuten und 50 lang werden, aber ich hatte keine Lust auf Schneiden und so, deswegen habe ich alles in einem Schnitt aufgenommen. Ich hoffe, es ist okay. Ich hoffe, ich habe mich nicht allzu häufig versprochen. Ich hoffe, wir sehen uns bald häufiger. Ich habe ja in der letzten Zeit das Ganze absolut vollkommen schleifen lassen, hat mehrere Gründe. Dazu wird es einen Vlog geben. Ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Bis bald, Bini Ende.